einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Es ist kurz vor 17 Uhr. Es ist so heiß. Ich habe gerade vor 2 Sekunden einen Mittagsschlaf gehalten. Also falls ich ein bisschen müde aussehe, dann weißt du, woran es liegt. Ja, wir haben heute noch Großes vor. Es wird nämlich jetzt gegrillt. Darauf freuen wir uns schon alle sehr. Wir haben heute nur Frühstück gehabt. Wir hatten kein Mittagessen, wir haben dafür aber spät gefrühstückt. Und jetzt wollen wir einmal alles vorbereiten. Es ist so lecker. Ich habe gestern extra dafür eingekauft. Die Kinder waren natürlich mit dabei. Und ich zeige dir jetzt erstmal, was es heute geben wird. Und zwar, Justus hat ja schon alles ausgepackt. Hast ja einfach alles reingeschmissen. Aber meine Jakobsmuscheln werden nicht gewürzt, mein Schatz. Justus? Wo sind die Männer schon wieder? Naja, gut. Also, wir haben gestern keine Steaks oder sowas gekauft. Das heißt, das Einzige, was es an Fleisch gibt, ist Spare Ribs wieder. Ich hoffe, dieses Mal haben wir die richtige Sorte gekauft. Das letzte Mal war das nämlich die falsche Sorte. Die war nicht so lecker. Da ist die Soße ja immer so wichtig von den Spare Ribs, ob es gut schmeckt oder nicht. Und dann haben wir nur noch Meeresfrüchte. Ganz, ganz viele Meeresfrüchte. Lachs, Garnelen und Jakobsmuscheln. Das sind diese kleinen weißen, runden. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Hast du schon mal Jakobsmuscheln gegessen? Ich liebe Jakobsmuscheln. Ich liebe sie am liebsten gebacken. Was ich total gerne mache, ist nämlich sie an Silvester in so ein Raclette-Fändchen reinzumachen. Und dann schmeckt das einfach schon super gut. Also ein bisschen Butter dazu und dann so eine Jakobsmuschel. Oh, es schmeckt so gut. Und sie karamellisieren auch so von selbst. Ja. So, Justus hat die jetzt mit reingetan, muss aber gar nicht. Ich wollte nämlich die einfach so backen. Also die brauchen gar nicht viel Gewürz, die schmecken einfach so fantastisch. Und dieses Mal werde ich die Shrimp auch wieder aufspießen. Aber nicht in diese Holzstäbchen, die ich sonst habe. Sondern ich habe mir da was besorgt. Und zwar solche Spieße hier. Ich habe ja sonst immer das Problem, dass ich gar keine Holzspieße mehr habe. Und die habe ich einfach immer zu Hause. Das sind einfach auch Spieße, aber aus Metall, wiederverwendbar. Habe ich ganz einfach im Supermarkt gekauft. Kriegst du dann bestimmt auch in dieser Essens- oder Zubehörabteilung. Da will ich jetzt heute alles drauf spießen, vor allen Dingen natürlich die Shrimps. Da kommt da jetzt mein Ehemann, mein Geliebter. Ja, ich wollte dich schlafen lassen. Ja, ich bin echt eben noch eingenickt. Aber nicht lange, oder? Du bist nicht lange geschlafen. Tja, was soll ich jetzt tun? Habe ich jetzt lang geschlafen oder nicht? Sind das die richtigen Spare Ribs? Haben wir die richtigen gekauft? Ja, glaube ich schon. Ja, ja? Möglicherweise. Hast du nicht letztes Mal gesagt, wir haben die falschen gekauft? Ja, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Wir haben es lange nicht mehr gegrillt, ne? Ja, das letzte Mal hatte ich dich auch mitgenommen. Jetzt weißt du, wie lange es her ist. Das glaube ich dir richtig. Ja? Ja, weil ich das Mal die anderen genommen habe. Stimmt. Ja, und das ist Richtig, mein kleines Mädchen. Also die beiden werden nämlich die Spare Ribs auch essen. Und Würstchen? Ja, aber ich möchte nicht, dass du meine Jakobsmuscheln besoßt. Du bist nicht besoßte Jakobsmuscheln. Du sollst nicht besoßt werden. Dann werde ich keine besoßten Jakobsmuscheln machen. Ja, das ist nicht notwendig, weil die schmecken selbst schon so gut. Ich brauche nur noch so ein bisschen Butter, Salz. Butter und Salz. Also irgendwas habe ich hier gesucht. Ist das nicht was? Mais? Eigentlich die Mais. Ja, wir brauchen noch das ganze Gemüse. Das habe ich hier noch gar nicht. Nee, meinen Senf suche ich hier. Mein Senf? Hier, ja. Der arme Senf. Senf noch dazu. Ein armer Senf. Willkommen im Chaos heute. Heute ist viel los zu Hause. Es ist Kuddelmuddel, außer Johann. Er hat sich mal wieder zurückgezogen in sein Zimmer. Er ist oben. Und chillt. So nennt man das. Als, ja, was, Halbjugendlicher, oder? Genau, ja, er zieht sich immer mehr zurück, ne? Häufiger zurück. Ja, und chillt. Tja. Er chillt einfach. Hört. Hast du genug Zutaten für deine super special Sounds? Jawohl, ich habe genug. Ich habe gerade nachgekauft. Ja, Mais haben wir natürlich auch, genau. Chicken. Zuckermais, total lecker. Das ist auch immer der schon vorgekocht ist, ne? Und der muss dann nur noch auf den Grill und dann ist er auch schon fertig. Genau, der ist vorgekocht. Da steht es. Dann habe ich noch an Gemüse, wollte ich dann auch noch zeigen. Natürlich Champignons. Ich habe keine Grill-Champignons bekommen dieses Mal. Alle ausverkauft, alle wollen heute grillen. Dann habe ich noch Zucchini. Ach, eine Gurke habe ich noch besorgt. Ich wollte unbedingt wieder meinen Gurkensalat machen, den chinesischen. Ach so, mit den Glasnudeln. Oh, der ist so lecker. Aber nicht so viel, was hast du das letzte Mal reingeballert? Knofeln, ne? Ja, da muss viel Knoblauch rein. Danach riecht man so richtig toll. 3 Tage noch. Sonst ist das nicht richtig gut. Ja, und
Zucchini, Justus? Nein, ich habe keine Zucchinis versteckt. Ah, hier ist meine Zucchini. Glück gehabt. Bei Justus weiß er immer nicht. Zucchini, Tomaten, das war's. Reicht aber auch. Wie gesagt, wir essen immer eigentlich gar nicht so viel, wie wir machen immer an Grillzeug. Ich tue auch Knoblauch in meine Soße rein. Allerdings wird das ja gebraten, das heißt, man schrinkt danach nicht so sehr. Stimmt. Bei meinem Salat ist es roh. Das ist man es roh, aber man kann es auch noch ein bisschen anders machen. Vielleicht zeige ich dir den Trick mal. Dann stinkt man nach dem Salat nicht so doll nach Knoblauch. Aber da muss man noch ein bisschen, naja gut, ich zeige es dir. Wenn du Lust hast, nochmal auf den chinesischen Gurkensalat, dann gib mir Bescheid. Justus, was knallst du hier? Sag mal. Ich räume auf. Mach mal hier zu, das ist immer so auf Kopfhöhe. Habe ich immer Angst, dass ich finde. Ehemann, Justus. Mein Ehefrau. Du stehst jetzt vor der Kamera. Ich vergesse. Ich soll dich fragen von der Community, wie das so ist mit der Elternzeit. Ja, ich dachte, man kann jetzt chillen jetzt. Aber Justus, ist ja gar nicht so. Erzählt, ne? Chillen. Ja, ist ja gar nicht so. Ach, du kannst auch eh nicht chillen. Ja, Justus muss sich noch ein bisschen dran gewöhnen. Er ist ja noch in diesem Arbeits... Rhythmus. Er kann sowieso nicht aufhören. Ja, ich muss auch irgendwie ein bisschen was nebenher noch machen. Soll ich eigentlich meine Jakobsmuscheln, so sehen sie übrigens aus, riechen schon so lecker, ne? Auch so aufschießen, Justus, da habe ich mir nämlich überlegt, das wäre doch klug. Das ist zu heftig. Wäre das klug? Was möchtest du machen? Ob ich die aufstechen möchte. Ah, das ist eine gute Idee. Und noch etwas habe ich dir noch nicht das gesagt. Ist ja gut. Natürlich haben wir auch noch wieder meine Speckmantel in... Was sind das nochmal da? Im Speckmantel. Datteln. Ich hoffe ganz viele Datteln. Nicht Pflaumen. Doch, Pflaumen. Du sollst nicht Pflaumen machen. Pflaumen. Nancy ist die Einzige, die Pflaumen isst und macht immer viele Pflaumen. Aber wir wollen doch alle Datteln essen. Pflaumen, das ist das. Hoffe ich nicht. Guck mal, das sind Datteln. Die kannst du schon mal alle machen. Ah, hier sind noch Pflaumen. Hier sind noch Pflaumen. Ja. Alles gut. Für deine Pflaumen darfst du aber nicht meinen Bacon benutzen. Das sind die zwei Packungen, ja? Ja. Die habe ich nämlich gestern eigentlich vergessen zu kaufen, diese Bacon. Und dann meinte Justus, wir haben doch noch, Gott sei Dank. Die werden auch Ja, die kommen mit deiner Soße. Chaotisch. Oh, ich liebe das, Grillzeug vorzubereiten, oder? Die Vorfreude. Ich liebe ja Fisch, aber der stinkt immer so, wenn man den vorbereitet. Dann stinkt das Waschbecken und alles stinkt dann. Die werde ich jetzt alle aufspießen, Justus. Das ist das erste Mal, dass wir diese Spieße benutzen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Was sagst du eigentlich zu den Spießen? Habe ich die gut gekauft? Ja, ich finde die gut. Irgendwie recycelbar, ne? Ja, bin ich voll im Trend. Voll im Trend. Das ist ja spektakulär. Aber wir brauchen doch noch mehr Spieße. Die Spieße reichen gar nicht. Hast du noch mehr Gemüse? Ja, Soße Tomaten rein? Nur noch. Mehr Gemüse haben wir. Wir hatten gar keine Aubergine mehr zum Beispiel da. Hätte ich auch noch gerne. Zu Paprika? Nee, gab's auch nicht mehr. Was? Was? Keine Paprika? Ja, alles leer gekauft. Alle wie die Irren. So, zwei Spieße, Jakobsmuscheln. Wir machen immer Brot. Und zwar das mit der Butter dazwischen. Das schmeckt wirklich sehr gut. Und ich als Brotmensch habe ja auch Brotkinder. Das heißt, die essen eigentlich 90% Brot zum Grillen. Und ein bisschen Würstchen dazu. Und den Rest isst Nancy... Und der Justus. So, jetzt stelle ich euch wieder hin. Und jetzt zeige ich, wie ich den Ofen anmache. Wie bitte? Haben sich viele gewünscht, dass du vloggst. Ja, ich habe ja jetzt Elternzeit. Dann werde ich bestimmt viel Zeit haben in der Elternzeit. Viel zu locken. Heiße ich dann Papi-Seelen oder so, ne? Nee. Ich weiß nicht. Papa-Seelen? Daddy-Seelen? Nee. Seelen ohne Papa? Hast du einen krassen Namen für Justus? Schreib mal, was würde passen. Ich drücke die Tomaten immer ein bisschen aus, damit die Saft verlieren und dann mehr Soße aufnehmen können. Sonst fließt die Soße wieder runter. Meine spektakuläre Soße von Generation zu Generation weitergegeben von meiner Mutter. Und zwar ist das Hähnchen-Gewürzsalz. Also für die Leute, die uns lange zugucken, die wissen ja schon. Hähnchen-Gewürzsalz, Knoblauch, wer mag und am nächsten Tag keine Freunde trifft. Und sehr viel Honig, bisschen Öl. Ach so, ganz viel Senf. Ja klar, ist ja eine Honig-Senf-Soße. Und jetzt tue ich das hier rüber, wie man jetzt hier daran sehen kann. So, tue ich jetzt hier rüber. Und gleich werde ich mit meinen sauberen Händen das
mit der Soße ganz doll einreiben. Soll ich die hier noch drauf tun, sag mal? Oh, hier ist ja schon wieder der Champignon vergessen. So? Ja, ich finde es besser, wenn du die aufspießt. Aufspießen? Ja, aber ich habe keine Spieße mehr. Die sind nur noch für diese Bacon. Aber ich habe extra hier, nehmen wir hier die alten Holzdinger. Das reicht dann auch. Okay. Jedenfalls für heute. Ist das zu lang? Was ist das? Ja, was machst du denn da? Du sollst doch hier die klein nehmen. Ich glaube, da ist doch nur noch einer. Nee, ist noch ein zweiter hier. Wir sind fertig mit den Vorbereitungen. So sieht das aus. Das ist das ganze Gemüse. Post? Okay. Lisa hat Post geholt. Ja, es gibt Zucchini, Tomaten, Champignons. Dann gibt es diese kleinen Würstchen hier. Die haben sich Johann, Clara und Elisa ausgesucht. Das essen die total gerne. Da haben wir auch schon viele Wurstsorten ausprobiert, Würstchensorten, und die haben alle immer nicht so gut geschmeckt. Ist gar nicht so einfach, richtig leckere Würstchen zu finden. Dann habe ich hier meine ganzen Spieße. Einmal mit ganz vielen Datteln und dann noch mit Pflaumen im Speckmantel und dann noch meine geliebten Jakobsmuscheln. Darauf freue ich mich. Ich hoffe, die werden gut. Justus, man muss aufpassen, ne? Dass die gut werden, Justus. Okay? Okay, okay. Dann haben wir hier noch den Mais. Der kommt einfach so auf den Grill. Dann haben wir hier noch die Spieße mit Shrimps und darunter ist noch Lachs in diesen Fischdingern da, ist noch Lachs drin. Und dann haben wir noch Spare Ribs. Genau, und das war's. Dann haben wir noch das Kräuterbrot im Ofen und dann geht's los. Ich freue mich aufs Essen. Wird richtig lecker, ich hab so Kohldampf. Jetzt wird gegrillt. Hast du Hunger, Elisa? Ja. Was willst du essen, Elisa? Brötchen. Ah. Brötchen, das Brotmädchen. Dann können wir schon mal den Tisch decken. Willst du Mami helfen? Komm, dann decken wir schon mal den Tisch. Oh, Justus, ne? Liegt hier auch einfach so ein super Messer hier so. Halber. Ja. So. Ja, Mami hilft dir auch mit. Ich helfe auch mit. Du hilfst auch mit? Können wir eigentlich Johann, Clara rufen, dass sie auch mithelfen? Also Clara. Eins für Mami und für Papi. Ja, Johann muss einen Teller, einen kleinen Teller, Papi, ja. Weil hier gibt es keine mehr. Mami hat hier oben hingelegt, die Ach so. Genau, da brauchen wir noch Gläser, um zu trinken. Okay. Und dann noch Soße. Mhm. Und dann haben wir alles, ne? Mhm. Danke, Elisa, dass du so toll mithilfst. Ich bin jetzt Lisa. So sieht unser Chaosgarten gerade aus. Pool ist täglich in Benutzung. So heiß. Ach, zum Glück haben wir so ein Ding. Ist natürlich nur übergangsweise, weil beim Umbau ja nochmal ein richtiger eingebauter Pool hier hinkommt. Oh, Elisa, das sieht aber gefährlich aus. Da musst du aufpassen, Elisa, okay? Oh. Da brauchen wir noch ein Glas. Guck mal, da fehlt mir noch eins. So, ich mach schon den Grill an, ja? Ja, Johann balanciert gerade. Der ganze Jutte Meeresfrüchte. Ach so, die Mädels balancieren auch, genau. Dann ist ganz gut, wenn du auch Fliegenschreck machst. Ja, wir haben hier sowas aufgebaut. Vielleicht kennst du diese großen Steine noch. Die hatten wir mal gekauft. Das ist so ein Gartenspiel gewesen. Ja. Haben wir, glaube ich. Papi und ich haben die Parcours gekauft. Habt ihr gebaut, Elisa, ne? Mhm. Habt ihr zusammen gebaut, genau. Richtig toll. Also das ist auch wirklich ganz schön dolles Holz. Das ist auch richtig schwer. Und da kann man eigentlich mit bauen, was man möchte. Auch so Häuser und sowas. Oder eben auch so ein Parcours, wo man dann drüber laufen muss. Ja. Oh! Jetzt wenn es kaputt geht, dann wird es noch schwieriger. Ja, da wird es nämlich nicht wieder aufgebaut, sondern da wird trotzdem weiter gelaufen. So ein Level-Up ist sozusagen. Genau. Mami, du musst gucken. Ja, ich gucke, ja? Ganz lange musst du gucken. Okay, ganz lange gucken wir jetzt. Wow. Kannst du auch mal zeigen, wie ich es mache? Ja. Clara musste schon unter erschwerten Bedingungen über diesen Parcours, ne? Da hatten ja, Johann und Clara. Ja, noch nicht so ganz kaputt. Ja, stimmt, aber da hatten die beiden ein super lustiges Video gemacht. Ja. Eine Challenge. Da musste Clara ein Ei darüber balancieren. Hat Mami, wenn man aufgefressen wird, in dem aufgefressen? Mund, dann ist man aufgefressen.
Stimmt, wenn er mal runterfällt, sind dann nämlich Krokodile. Deshalb muss man schön auf den Holzstegen hier bleiben. Stimmt's, Papi? Papi erzählt immer solche Geschichten. Ja, die Krokodile hier. Grill muss erstmal sauber geschrubbt werden. Justus hat da so einen tollen Schrubber sich gekauft. Muss man den einfach nur heiß machen, den Grill, ne? Und dann einfach nur nochmal so drüber. Ach, den hast du neu gekauft, ne? Oh, super. Also wie man sieht, unser Grill, der steht auch einfach immer draußen. Ja, nicht ganz unter dem Dach. Ja, unter dem Dach, aber da wird er natürlich auch so schmutzig, aber ist ja egal. Wir sind da nicht so. Da muss ich nochmal anfangen. Das heißt, hast du jetzt eine Wasserpistole da, oder wie? Na, weil es erfrischend ist. Ja? Erfrischend für die anderen. Was ist hier? Ups. Ja, ist nicht. Was ist runtergefallen? Oh nein, ein bisschen reingefallen. Ja, warum musst du sie auch so da drauf machen? Ja, so passt sie ja perfekt. Oh, das riecht jetzt schon gut, ne? Oh, ich liebe das, wie das riecht. Ich bin immer so Appetit. Grillmaster of Disaster. Genau. Guck mal, deine Kinder schon wieder, ne? Ja, obwohl es bewölkt ist. So, noch heiß. Gestern war noch viel schlimmer. Also hast du die Dattel gemacht diesmal? Dankeschön. Ja, hast mich ja dazu gezwungen. Das ist Liebesbeweis. Ja. Liebesbeweis. Also die Würstchen sind ja schon fertig, die bringe ich schon mal rein. Die Kinder können dann schon mal anfangen. Warte mal, du kannst eigentlich auch schon die Schnitte nehmen. Mitnehmen? Kannst du auch schon mitnehmen. Ja, die reichen auch schon. Okay. Ihr kleinen Kinder. Endlich essen. Endlich essen. Also Würstchen sind schon fertig, Champignons sind schon fertig. Der Rest kommt aber auch gleich. Ich nehme die Baguettes schon sind auch schon gut. Kannst du ja auch ein Würstchen nehmen, Elisa. Brötchen. Brötchen willst du auch? Okay, dann gebe ich dir erstmal Brötchen. Willst du ein Mittelstück oder das Außenstück? Das Mittelstück. Das Mittelstück. Johann will bestimmt das Außenstück. Ich möchte auch das Außenstück. Jetzt Clara, gib mir mal deinen Teller. Clara kann das kriegen, das Außenstück. Ja, dann nimm dir das, Clara. Danke, Johann. Danke, Mann. Oh, ich mag das Innere mehr, weil da mehr Butter drin ist. Sieht gut aus. Darf ich bitte mal Multivitaminsaft? Ja. Muss man mal schütteln. Bitte auch Multivitaminsaft. Du auch, Elisa? Mhm. Machen wir es eigentlich so, dass es so kleine Kräuterbutterscheiben gibt und die da immer eine reintun? Aber genau. Bitte mal die Multivitaminsaft von Clara. So ein Baguette gebacken und dann schneiden sie das ein. Dann legen sie da schon so Stückchen. Bitte. Danke. Immer ich muss da oben ich ein bisschen. Ja, ein bisschen kommt das auch mit drauf. Schmecken die Würstchen? Sehr, sehr gut. Noch nicht probiert. Noch nicht probiert? Hier wurde aber schon probiert. Fazit war schon mal gut. Was machst du denn da mit deinen Haaren? So übergeworfen. Ja, weil es so ungemütlich ist, wenn sie da. Du kannst ja auch einen Zopf machen, mein Schatz, ne? Ich will sowieso mal gucken, bald deine Haare. Ich warte noch auf meine leckeren Meeresfrüchte und dann geht's auch los für mich. Meine Spitzen pieksen richtig. Deine Haarspitzen pieksen dich? Mhm. Oh je. Da müssen wir die mal begradigen. Lecker Gemüse. Aber das ist eine nicht ganz große Fuhr. Zucchini und Tomaten. Sehr, sehr lecker. Papi? Danke, Papi. Bitte. Mami? Hm, was ist denn? Elisa. Ich hätte alles aufgegessen. Du hättest alles aufgegessen. Du hast bis jetzt nur Brot gegessen, Elisa. Jetzt haben wir aber die Garnelen sind noch offen. Ach so, stimmt, die fehlen noch. Ich muss mich jetzt hier beeilen, jetzt das zerschneiden. So sieht jetzt mein Teller aus. Super, mega lecker Lachs. Dann meine Jakobsmuscheln. Gemüse und dann noch so ein Brot. Also, ich bin sehr gespannt, ob meine Jakobsmuscheln schmecken. Die riechen schon mal sehr, sehr gut. Die brauchen auch ein bisschen nicht so lange. Butter? Nee, ich esse sie jetzt so. Spirits? Und nur kurz? Die Fliegen ja, freuen sich auch. Du musst du kurz warten. Johann, willst du einen probieren? Sehr heiß.
Okay. Die anderen brauche ich gar nicht fragen, die wollen das eh nicht probieren. Hier den Verlader auf den hier. Oh, ja, genau, muss einmal kurz noch pusten. Wieso hast du sie heiß gemacht? Kann ich empfehlen, Jakobsmuscheln. Muss ich das immer heiß machen? Gut, Elisa? Elisa muss noch warten mit den Spare Ribs, die kann man noch nicht so gut in die Hand nehmen. Jetzt gucken wir aber erstmal, ob es Johann schmeckt. Mega lecker. Schmeckt sie? Jakobsmuscheln. Ja, wir probieren total gerne immer mal was Neues aus. Jetzt kommen gleich noch die Shrimps dazu. Und dann essen, 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 essen. Guten Appetit. Danke. Tschüssi. Tschüssi, sagt Elisa schon. Tschüssi.